Hallo ihr Lieben, heute geht es bei uns ums Thema, wie ich meine Ringgröße messe und da will ich euch drei Methoden vorstellen. Bevor ich zu diesen drei Methoden komme, möchte ich euch aber auf ein paar Sachen hinweisen, denn das ist wichtig bei der richtigen Ermittlung der Ringgröße. Als erstes müsst ihr euch natürlich überlegen, auf welchen Finger den Ring auch geben wollt. Also da sind große Unterschiede zwischen den ganzen Fingern, ob man das jetzt auf den Daumen, auf den kleinen Finger oder auf den Ringfinger geben möchte. Also das wäre die erste Überlegung. Was ihr auch noch unterscheiden solltet, ist der Unterschied zwischen der rechten und der linken Hand, je nachdem, mit der ihr mehr macht. Also ich bin zum Beispiel Rechtshänderin und dementsprechend ist auf meiner rechten Hand sind die Finger einfach eine Spur größer. Das solltet ihr auch beim Abmessen der Ringgröße beachten. Auf was ihr noch achten solltet, ist die Temperatur, die es gerade draußen hat. Je nachdem sind die Finger entweder kleiner oder größer. Wenn es ganz kalt draußen ist, dann ziehen sich die Finger zusammen und dann sind sie meistens etwas kleiner, als wenn es 40 Grad draußen hat. Was ihr auch nicht vergessen dürft, sind eure Knöchel, die ihr noch dazwischen habt. Also der Ring darf nicht zu fest unten anliegen, sonst kriegst du das Ganze nicht mehr über euren Knöchel drüber. Also das muss hier noch drüber rutschen und je nachdem, wie der Ring gebaut ist, ist es einfacher oder schwerer. Aber da helfen wir auch euch gerne weiter. Jetzt kommen wir schon zur ersten Möglichkeit, die Ringgröße zu messen. Und zwar geht das Ganze, wenn ihr schon einen Ring besitzt, auch an dem Finger, wo ihr den auch nachher gerne hättet. Und zwar müsst ihr eigentlich nur den Durchmesser von dem Ring messen mit einem Lineal oder mit einem Maßband ganz einfach. Und wenn ihr diese Zentimeteranzahl habt, dann könnt ihr das ganz einfach bei uns auf der Homepage anhand der Tabelle ablesen. Auf dieser Tabelle haben wir auch eine kleine Möglichkeit eingebaut, einfach den Ring zu nehmen und ihn genau aufzulegen. Also das sind verschiedene Kreise aufgelegt und da könnt ihr einfach den Ring drauflegen und auch so abmessen, welche Größe euer Ring hat. Und dann kommen wir auch schon zur zweiten Möglichkeit, eure Ringgröße abzumessen. Und zwar, wenn ihr noch gar keinen Ring besitzt oder nicht auf dem Finger, wo ihr den gerne hättet. Und zwar nehmt ihr dann einfach ein Maßband oder zum Beispiel eine Schnur und messt einfach um den Finger herum, also um ganz hinten hier, wo ihr ihn gerne hättet, an dem Finger, je nachdem. Und dann könnt ihr das Ganze, also wenn ihr eine Schnur nehmt, dann nehmt ihr die Schnur runter und legt sie auf das Maßband drauf und seht ganz genau, wie viel Zentimeter ihr braucht. Wem das jetzt so kompliziert war, wir haben auch auf unserer Ringgrößentabelle, auf unserer neuen Homepage eine Möglichkeit, wie so ein kleines Maßband aufzuschneiden. Und das könnt ihr euch direkt an euren Finger herumwickeln und dann könnt ihr genau eure Ringgröße ablesen. Und wem das jetzt noch immer alles zu kompliziert ist, der kommt einfach zu uns ins Geschäft und wir helfen euch sehr gerne weiter.